Guten Tag, wir begrüßen Sie heute herzlich bei unserer Informationsreihe zum Thema Digitalisierung und inklusive Bildung. Und mein Name ist Silvia Kopp-Sixt. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und wir haben hier heute einen ganz besonderen Gast, der quer durch Österreich zu uns angereist ist, Herrn Martin Morandell. Herzlich willkommen bei uns. Danke vielmals für die Einladung. Herr Morandell, erzählen Sie uns kurz etwas über sich. Wie sind Sie zu uns gekommen zu diesem Thema? Ja, mein Name ist Martin Morandell. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Themenbereich, wie kann Technologie, Computertechnologie vor allem, Menschen mit Behinderung und Menschen im Alter zu einer höheren Lebensqualität verhelfen. Ich lebe in Innsbruck. Bin aber schon ein bisschen auch herumgekommen davor und seit 3 Jahren habe ich meine eigene Firma, Smart in Life, wo es ganz stark um den Themenbereich Enabling geht, einerseits Personen, zweitens Organisationen und drittens auch die Society zu enablen. Stichwort Barrieren. Haben Sie Barrieren im Alltag erlebt? Erleben wir täglich Barrieren im Alltag? Es gibt immer Barrieren, sagen wir so. Als Tiroler in Innsbruck sind dann die schönsten Barrieren direkt vor der Nase. Barrieren sind was Natürliches. Allerdings werden auch viele Barrieren von Menschenhand gemacht und ab und zu bewusst, aber sehr oft auch unbewusst. Und dann kommt es für gewisse Zielgruppen, dass diese Barrieren ein wirkliches Problem werden können, wenn ich nicht über die Barriere rüberkommen oder wenn sie mir im Weg ist. Und deshalb ist so wichtig, dass wir schauen, dass wir möglichst viel Barrierefreiheit schaffen. Weil es nicht nur für ein paar Menschen wichtig ist, sondern für 20% der Bevölkerung, die sind auf Barrierefreiheit angewiesen. Aber Barrierefreiheit bringt 100% der Bevölkerung etwas. Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Und jetzt frage ich Sie ganz konkret, welche Arten von Barrieren würden Sie beschreiben? Gibt es da Gruppen von Barrieren, die typischerweise auftreten? Ja. Eigentlich die wichtigste Barriere, wo man ganz viel arbeiten muss, dass man sie abbaut, ist sogenannte die Bewusstseinsbarriere. Ab und zu weiß man gar nicht, dass es Barrieren gibt. Und da, also auf Englisch sagt man auch die Einstellungsbarriere oder auf Englisch die Attitudinal Barrier. Und da ist einfach oft, dass man selbst Vorurteile hat oder glaubt, okay, das kann doch nicht gehen. Warum soll ein Mensch im Rollstuhl Fallschirm springen? Warum soll ein blinder Mensch Richter werden können? Und vieles mehr. Und genau darum geht es, einfach diese Einstellungsbarrieren ganz stark abzubauen. Die häufigsten Barrieren, die uns bewusst sind, sind die physischen Barrieren. Zum Beispiel, wenn irgendwo Rampen sind. Aber oft auch physische Barrieren, die nicht bewusst sind, wie zum Beispiel schlechte Beleuchtung oder wenn irgendwo eine ganz schlechte Akustik ist, wenn man im Lokal ist und eigentlich nach dem Essen gleich gehen will, weil man über den Tisch drüber schreien muss. Dann gibt es zum Beispiel auch noch programmatische Barrieren. Wenn ich zum Beispiel als gehbehinderter Mensch einfach auch länger Zeit brauche, bis ich aus dem Haus komme, aber auf der Klinik nur Termine um 7.30 Uhr in der Früh bekomme. Dann gibt es systematische Barrieren, dass man zum Beispiel auch gewisse Berufswege gar nicht möglich sind. Und dann gibt es natürlich auch Barrieren im digitalen Kontext, Informationsbarrieren. Und der ist ein Bereich, der natürlich immer wichtiger wird, dass man da ein großes Bewusstsein hat, okay, wenn ich nicht aufpasse, dann baue ich hier sehr schnell Barrieren auf. Und da sind wir gerade auch im globalen Megatrend der sogenannten Digitalisierung ist eine sehr große Gefahr, wenn man das nicht berücksichtigt. Aber dann kommt eigentlich, sehen wir es von der positiven Seite her, Digitalisierung ist ein riesiges Potenzial,
auch zum Barrierenabbau und zur Inklusion. Ja, alle diese Barrieren, die Sie jetzt aufgezählt haben, finde ich auch im Bereich Bildung und Schule wieder. Alleine das Stichwort 7.30 Uhr, die Schule beginnt, wäre in dem Sinne eine programmatische Barriere. Und sozusagen wäre der Auftrag an uns Lehrerinnen und Lehrer, einfach Teilhabe sicherzustellen und Barrieren abzubauen. Und da frage ich Sie jetzt ganz gerade heraus, gibt es eine Pflicht zur Barrierefreiheit? Natürlich gibt es eine Pflicht zur Barrierefreiheit in verschiedensten Bereichen. Es ist zum Beispiel, einfach gibt's, man darf mal aktiv nicht diskriminieren. Dann muss natürlich einfach, was jetzt Gebäude betrifft, alles was öffentliche Gebäude ist, entsprechend barrierefrei gebaut werden, also gerade Schulen und so weiter. Aber natürlich auch im Bereich der Digitalisierung ist es ganz, ganz wichtig. Gibt es zum Beispiel das Webzugänglichkeitsgesetz. Es gibt verschiedene Richtlinien, die einzuhalten sind. Also eigentlich gibt es viele gesetzliche Pflichten, barrierefrei zu sein. Und man sollte eigentlich nicht darüber diskutieren, muss ich barrierefrei sein, sondern umdrehen. Was kann ich tun, um möglichst barrierefrei zu sein? Da ist die Energie viel besser eingesetzt, wenn man es von der Seite angeht. Und ich steigere die Lebensqualität von allen und in der Schule habe ich eine absolute Steigerung der Bildungsqualität.